Christian, ist ein echtes Finale, allerdings mit zwei Unbekannten, weil es der SVW nicht mehr in der eigenen Hand hat. Wie schätzt du die Lage jetzt vor dem letzten Spiel ein? Ja, die Lage ist natürlich schon sehr angespannt. Wir müssen unser Spiel gewinnen, auf Biegen und Brechen. Wir müssen natürlich hoffen, dass die anderen Mannschaften federn lassen. Und deswegen ist es eine sehr, sehr schwierige Situation. Was muss man dabei beachten? Du warst ja selber auch lange Profi, hast auch Abschießkampf mitgemacht. Was sind jetzt die Tugenden, die gefragt sind? Wie kann man Nervenstärke erlangen? Ja, am besten durch eine gute Spielweise, am besten durch ja, ein intensives Spiel, wo man von der ersten Sekunde an zeigt, dass man das Spiel unbedingt gewinnen will, so wie wir es auch in Großasbach getan haben. Wir müssen in Vorleistung gehen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und müssen das Spiel gegen VfB 2 gewinnen. Ja, und dann natürlich immer mit einem Auge auf die anderen Plätze gucken und ja, hoffen, dass da die richtigen Ergebnisse für uns dabei rauskommen. Wie werden die anderen Spiele verfolgt? Gibt es da Informationen auf der Tafel? Wird die Mannschaft informiert? Soll sie sich nur auf ihr Spiel konzentrieren? Also die Mannschaft soll sich erstmal nur auf ihr Spiel konzentrieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wie gesagt, wir müssen gewinnen. Davon ist es erstmal völlig egal, wie die anderen spielen. Wir auf der Bank, ich werde das Handy dabei haben. Ich werde immer auf dem neuesten Stand sein, damit wir zum Schluss vielleicht auch nochmal reagieren können. Wir werden hier im Stadion keine Zwischenstände einblenden, sondern wir wollen einfach, dass sich die Mannschaft und auch die Fans und alle, die hier im Stadion sind, erstmal voll und ganz darauf konzentrieren, dass wir unseren Sieg einfahren, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Da haben wir genug mit zu tun. Und wenn wir das gut machen, dann denke ich auch, werden die anderen alles dafür tun, dass die Ergebnisse für uns richtig ausgehen. Sowohl Chemnitz als auch Mainz, die in Bremen und Cottbus spielen, haben wie unser Gegner eigentlich ihre Saison schon entschieden. Ist das ein Vorteil, ein Nachteil oder wird man erst nachher feststellen, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil war? Wie geht man damit um? Ja, das kann man jetzt noch nicht sagen, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Am Ende des Tages spielen wir auch gegen eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist. Ob es dann ein Vorteil ist, weil sie schon abgestiegen sind oder ob es vielleicht ein Nachteil ist, weil sie nochmal alles in die Waagschale werfen wollen und wollen sich präsentieren, das werden wir erst im Laufe des Spiels sehen. Aber nochmal, das Allerwichtigste ist, wie wir uns präsentieren, wie wir das Spiel gegen VfB angehen. Ja, und wenn wir das richtig angehen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir, ja, dass die anderen auch ihren Teil dazu beitragen, dass wir am Ende des Tages doch noch die Klasse halten.